Situation ist so, dass der Freistaat Thüringen im Jahr 2010 ein Budget von 9,5 Milliarden hatte. Das wird bis 2020 abschmelzen. Größenordnung etwa bis 7,5 Milliarden. Das sind 20%. Tatsache ist zweitens, dass die Hochschulen davon nicht in irgendeiner Weise untangiert bleiben können. Das ist, glaube ich, einleuchtend. Dritter Punkt ist, dass wir gleichwohl mit der Rahmenvereinbarung 3 eine Steigerung um 1% jährlich haben. Das deckt die Steigerung von Kosten nicht ab, ist also insofern mit der Notwendigkeit einer Konsolidierung verbunden. Und diese Konsolidierung müssen wir durchführen, und das ist Punkt 3, dass wir die begründete Aussicht haben, dass wir bei einem bestimmten erreichten Stand, den man berechnen kann nach den Finanzierungsmöglichkeiten, ab 2016 eine Ausfinanzierung erreichen können. Das bedeutet, dass unterm Strich, dass wir bis ins Jahr 2015 planerisch 125 Vollzeitäquivalente abbauen müssen von etwas über 4.100 Beschäftigten. Wir haben zweitens aber durch HSB 2020 Mittel die Möglichkeit, dies so zu machen, dass wir es erstens strecken können bis 2020, also Zeit gewonnen haben, und dass wir es zweitens auch mit strukturellen Überlegungen verbinden können, wo können wir durch, meinetwegen auch mit schlankeren Einrichtungen, aber wo können wir Profil entwickeln, wo können wir Profil schärfen und wo können wir auch nach vorne gehen. Das sind die Überlegungen, die dazu geführt haben, dass ich habe das mal nachgeguckt, seit November 2011 im Senat, zunächst habe ich gesagt 7%, dann ab Februar 2012 habe ich gesagt 10% kürzen müssen. Der Unterschied zu dem dann vorgelegten, jetzt im September vorgelegten Entwurf eines Struktur- und Entwicklungsplanes ist, dass ich da nicht von 10% gesprochen habe, sondern dass ich es namhaft gemacht habe. Und zwar unter Berücksichtigung der Vorschläge, die die Fakultäten gemacht haben. Das hat nicht ausgereicht, ich musste also mehr drauflegen. Und nach Lage der Dinge ist das nur möglich, indem ich mal anschaue, wo geht bis 2020 in irgendeiner Weise eine Konsolidierung. Die Vorschläge sind nun vorgelegt worden. Das hat dazu geführt, dass in vielen Bereichen, in vielen Fakultäten, in vielen Instituten überlegt wird, ob es Alternativen gibt, ob man das auffangen kann, ob man Studiengänge etwa, und ich kann konkret durchaus sagen, dass in ein, zwei Studiengängen ich die begründete Erwartung habe, dass die überarbeitete Fassung des Struktur- und Entwicklungsplanes nicht mehr die Streichung dieses Studiengangs vorsieht. Da arbeiten wir im Moment noch dran. Also da hat sich Erhebliches getan. Das muss natürlich gerechnet werden. Das kann man nicht in 3-4 Tagen tun. Deswegen haben wir die Senatssitzung verschoben. Der Plan ist jetzt, dass in der nächsten Woche die überarbeitete Fassung erstellt wird. Dass die überarbeitete Fassung dann dem Senat am 17. Dezember zur Stellungnahme vorgelegt wird. Parallel wird die Stellungnahme vorbereitet. Und dass danach der Struktur- und Entwicklungsplan mit der Stellungnahme des Senats dem Universitätsrat zugestellt wird, der entscheidet unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Senats. So ist das Vorgehen geplant. Und wie gesagt, ich bin guten Mutes, dass wir, was Studiengänge angeht, auch durch Kooperationen auf der einen Seite den einen oder anderen durchaus erhalten können, dass wir auf der anderen Seite aber vielleicht auch deswegen haben wir vorgesehen, dass wir 2014-15 das Gesamtportfolio an Studiengängen überprüfen, dass wir vielleicht auch reagieren müssen auf neue gesellschaftliche Entwicklungen durch neue Studiengänge. Das passiert regelmäßig und das müssen wir sehen, wie weit wir das dabei berücksichtigen. Ich kann jedenfalls eines zur Beruhigung aller Studierenden sagen. Studiengänge, die Sie jetzt angefangen haben und jetzt studieren, können Sie auch zu Ende studieren. Das geht nicht, dass man das sozusagen mitten in der Fahrt abbricht. Auch dafür haben wir über HSB 2020 Mittelvorkehrungen getroffen, dass man also etwa über Vertretungen eine Lehrkapazität prolongiert, bis ein Studiengang ausgelaufen ist. Aber wie gesagt, das wird
deutlich noch eine Weile dauern. Also, keiner ist ja daran gehindert zu lernen und ich auch nicht. Und dass man immer alles richtig macht, das wird keiner von sich behaupten, behaupte ich von mir auch nicht. Also, dass da in der Kommunikation vielleicht das eine oder andere hätte besser vorbereitet werden können, will ich gerne einräumen, weise aber auch darauf hin, wir hatten wenig Zeit. Das war also wirklich schwierig. Im Übrigen, wir haben nach der Demonstration hier eine Stunde mit dem Vorstand des Stura gesessen. Wir haben vereinbart, dass wir im Januar da gehen gerade die Einladungen raus, eine Informationsveranstaltung mit den Fachschaftsvertretern machen, beziehungsweise den Vertretern in den Fakultätsräten und dem Stura-Vorstand. Wir machen eine Personalversammlung außerordentlich am 3. Dezember. Und ich denke, dass das auch nötig ist, denn die Entwicklung muss weitergehen. Also wir müssen schon einzelne. Im Übrigen habe ich auch Vorschläge von Studierenden bekommen, die man durchaus aufgreifen kann. Nur wie gesagt, auch die müssen gerechnet werden. Also das wird weitergehen und im Moment läuft die Kommunikation natürlich auf Hochtouren. Naja, dass die Proteste von Studierenden nicht ungehört bleiben, davon dürfen sie ausgehen. Und sonst würde man das nicht machen. Ich denke schon, dass damit deutlich wird, dass wir hier uns wirklich einer ganz erheblichen Konsolidierungsanstrengung befleißigen, dass das mit schmerzlichen Einschnitten verbunden ist, das muss man auch dazu sagen, dass es aber Chancen gibt, auf dem dann erreichten Stand ab 2016 sozusagen ausfinanziert weiterzumachen. Und ich hoffe doch, dass damit die Aussage jedenfalls rüberkommt. Wir haben unsere Aufgaben erledigt, wir haben unsere Sparbeiträge erbracht und damit muss auch Ende sein, sonst kommen wir in wirklich große Probleme. Und wenn diese Botschaft gehört wird, dann finde ich, haben wir was erreicht. Denkbar ist vieles, aber ich weiß nicht, ob das ein Dies Academicus rechtfertigt. Nein, das sehe ich nicht. Also das ist schon richtig, dass Sie darauf hinweisen, dass die HSB 2020-Mittel zweckgebunden sind. Die HSB 2020-Mittel sind einzusetzen für Verbesserung der Lehre, auch für Aufrechterhaltung von Lehrkapazität. So, und das wird auch geschehen. Und da ist auch nichts gekündigt. Es ist so, dass die Mittel des Hochschulpakts 2020, und das hat ein bisschen eine Verzögerung gebracht, in der Spitzabrechnung auf der Basis der Zahlen von 2005, das ist die Referenzzahl, sozusagen uns im August, September vorlagen und wir auf dieser Basis dann sagen können, wo können wir Entlastung erwarten, wo können wir keine Entlastung erwarten und wo müssen wir unter Umständen, auch der Optimierung der Lehre will, meinetwegen auch eine Juniorprofessur zugehen. Und das kann man durchaus von HSB 2020 Mitteln tun. Man muss nur darauf hinweisen, dass HSB 2020 degressiv ist, ja? Also bis 2018 deutlich runtergeht. Was die Finanzierung ab 2016 sozusagen dann noch einmal schwierig macht, weil Ausfinanzierung dann bedeutet, dass sie eine jährliche Steigerung von etwa 4% brauchen. Und das heißt mit anderen Worten, ich meine, auch das muss man sich politisch klar machen. Das heißt mit anderen Worten, dass es eine Verschiebung gegenüber anderen Ressourcen ist. Und die muss politisch erst erkämpft werden. Ja, das muss man ganz deutlich dazu sagen. Und wenn insofern die Tatsache, dass bei einer Konsolidierungsübung Demonstrationen erfolgen, ein Signal gibt, dass man sozusagen diese Aufwüchse nach dieser Konsolidierung braucht, dann finde ich, ist es ein richtiges Signal. Nein, das ist ja deutlich ausgenommen. Das ist ja sehr deutlich ausgenommen, das ist bewusst ausgenommen.
Das ist deshalb bewusst ausgenommen. Wenn wir gesagt hätten, wir führen bis zum Erreichen von 125 Vollzeitäquivalenten etwa keine Neuberufungen mehr durch, dann können Sie überhaupt nicht absehen, welche Studiengänge Sie beschädigen, was die Konsequenzen sind, wo Sie umsteuern müssen und so weiter. Das geht auf keinen Fall. Umgekehrt ist es aber so, dass natürlich in dem einen oder anderen Fall die Flexibilität, die durch Wegberufungen in jedem Fach eigentlich gegeben ist, von den Fakultäten genutzt werden können, um zu sagen, gut, dann machen wir an einer Stelle, an der wir jetzt eine W3 haben, meinetwegen eine Juniorprofessur, dafür wird an anderer Stelle. Ja? Also diese Überlegungen sind ausdrücklich erwünscht und deswegen sage ich also ganz deutlich, der erste Entwurf, den ich vorgelegt habe, war ein Aufschlag und ein Vorschlag. Und das, was jetzt kommt, wird mit einer Revisionsklausel versehen sein. Wir müssen uns darauf einstellen, einige Jahre auf sich zu fahren. Und das macht Sinn. Ich glaube, das macht in hohem Maße Sinn. Man kann auch nicht absehen, was im Einzelnen, wenn Sie sich etwa die rechtswissenschaftliche Fakultät anschauen, da gibt es jetzt durchaus Pläne, um Studiengänge einzurichten, die Attraktivität immens erhöhen würden, wenn sie kommen. Und da muss man überlegen, wie kann man das hinkriegen. Mit der jetzigen Besatzung wird es vielleicht schwierig werden, muss man ein bisschen im Bestand umsteuern. Und dazu brauchen Sie Flexibilität. Und ich denke, da kann man nicht darauf verzichten, die Flexibilität, die Natur gegeben, dauernd geschieht, sozusagen sich selber abzublocken. Und da kommt einfach noch ein Moment dazu. Es ist natürlich jetzt in der jetzigen Situation schwer zu sagen, da und da und da bauen wir auf. Richtig ist, dass wir Profile ausgeworfen haben. Wir haben die drei großen Leitprofile, die drei Profillinien, die mit dem Begriff Light Life Liberty ja nur schlagwortartig und ein bisschen marketingmäßig, aber die untersetzt sind durch eine ganze Reihe von Sonderforschungsbereichen etc. pp., Graduiertenkollegs. Und wir haben zwei Entwicklungsbereiche, das ist die Altersforschung. Und die Altersforschung wächst im Moment wirklich erheblich und ich verspreche mir schon davon, dass die eines Tages in den Bereich kommt, in dem meinetwegen jetzt die Infektionsforschung oder andere stehen, 10 Jahre oder so auf diesem Zeitraum. Und das ist ein zweites die Grundlagen Europas. Und bei den Grundlagen Europas ist Gestaltungsspielraum noch vorhanden. Da müssen wir überlegen, was wir in der rechtswissenschaftlichen Fakultät machen, um das römische Recht sozusagen da einbringen zu können. Da müssen wir überlegen, ob wir im Bereich der Geschichtswissenschaft das eine oder andere noch tun müssen. Und genau dasselbe gilt für Entwicklungen, die dann möglicherweise Entwicklungsbereiche von morgen darstellen. Wir haben eine relativ starke Crew in Jena, die sich mit Geschichtspolitik und Vergangenheitsbewältigung beschäftigt. Und man kann ja durchaus mal überlegen, wie sich das in neuen Studiengängen niederschlägt. Das ist in ganz Europa nachgefragt. Museum, Gedenkstätten, Pädagogik etc. pp. Und auch da muss man immer wieder in der Lage sein zu fragen, wie kann ich durch optimale Besetzung sozusagen so einen Bereich nach vorne bringen. Und da müssen wir vielleicht schon ein bisschen was lernen. Das geht nicht mehr, wenn wir in kleinteiligen Institutsstrukturen denken. Sondern das geht nur, wenn wir in größeren, fächerübergreifenden Entwicklungen denken. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen. Und das wird bedeuten, dass auch in Zukunft der ein oder andere Studiengang, weil man sich sagen muss, also das war gestern, aber ja, entweder modernisiert werden muss oder verändert werden muss. Und wenn man sich diese Geschichte mal anschaut, dann kommt man relativ schnell dahin zu sagen, okay, wir können auch mal gucken, was machen wir denn mit Erfurt, was machen wir denn mit Leipzig, was machen wir denn mit Halle gemeinsam, um die Basis zu verbreitern, auf der wir ein Forschungsprojekt durchführen können oder auf dem wir einen Studiengang organisieren können. Da haben wir Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Im Verhältnis zu Weimar etwa läuft es sehr gut. Im Verhältnis zu Erfurt läuft es in der katholischen Theologie sehr gut. Wir sind in der Erziehungswissenschaft und der Lehrerbildung dabei, mit Erfurt Kooperationen einzugehen. Stichwort Qualitätssicherung, Qualitätsverbesserung. Wir kooperieren mit der Fachhochschule Jena, um ähnliche Dinge zu machen. Und wir haben im Universitätsverbund Halle Leipzig Jena die Erfahrung gemacht, dass es nur da funktioniert,
wo Scheinnotwendigkeiten Studierende zum Fahren bringen. Also muss man umsteuern, muss sagen, das hat keinen Wert, dass man darauf setzt, dass Studierende fahren, die Dozenten müssen fahren. Ja? So, auch das ist eine Riesenveränderung. Veränderungen bringen immer Widerstand mit sich, dann muss man beharrlich reden, reden und nochmal reden und kommunizieren, um deutlich zu machen, hier haben wir Chancen und hier können wir, denke ich, im Blick auf die nächsten 10 Jahre uns so weiterentwickeln, dass wir die ja nun wirklich erfreulich positive Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen können. Und die Universität ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen, das muss man auch dazu sagen. Dass dann bei, ich sage es noch einmal, bei einer finanziellen Situation des Landes, das durch Wegfall von Europamitteln, europäischen Mitteln und Bundesmitteln nun mal so ist, wie sie ist. Ob sich das mal ändert, weiß ja keiner. Ne? Wissen wir nicht. Aber im Moment sieht es eben so aus und dass man darauf reagieren muss, ist nun leider Gottes der Fall und ist auch mit Veränderungen verbunden. Ja. Na, ich glaube, Sie werden keinen Rektor finden, der das sogenannte Kooperationsverbot in irgendeiner Weise für sinnvoll findet, weil es den Bund hindert, direkt Hochschulen zu finanzieren. Es gibt eine föderale Kompetenzverteilung in der Bundesrepublik. Die ist im Zuge der letzten Föderalismusreform verändert worden. Und ein Teil des Pakets, das, wenn ich mich recht erinnere, damals von Müntefering und Koch, dem hessischen Ministerpräsidenten, ausgehandelt wurde, ein Teil ist eben gewesen die strikte Begrenzung der Hochschulkompetenz auf die Länder. Das bedeutet, dass der Bund zwar die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und so weiter mit jeweiligen Länderbeteiligungen fördern kann, nicht aber Universitäten, außer auf Projektbasis. Mhm. So. Diese Situation führt dazu, dass vor dem Hintergrund, dass einige Länder aus eigener Finanzkraft nicht in der Lage sind, ein wettbewerbsfähiges Hochschulsystem zu unterhalten, das muss man einfach so sagen, Bundesmittel dringend erforderlich sind, um hier zu unterstützen. Deswegen gab es das Projekt Hochschulpakt 2020. Es wird im Moment darüber diskutiert, ob man über die BAföG-Finanzierung sozusagen eine stärkere Entlastung schaffen kann, die dann die Länder wieder instand setzen würde, die Beiträge für die Hochschulen zu erhöhen. Es gibt Überlegungen, die eigentlich ganz sinnvoll sind, dass man Programme entwickelt, um, sagen wir mal, so kleine Fächer, die an ganz wenigen Standorten nur unterhalten werden, die aber für die internationale Ausstrahlung der Bundesrepublik wichtig sind. In Jena, Rumänistik, Kaukasiologie, auch Altorientalistik. Oder Fächer, in denen wir einen Großteil des akademischen Nachwuchses für diese Fächer produzieren, die für andere Fächer dann wieder wichtig sind. Paradebeispiel Indogermanistik. Dass man in diesen Fächern sagt, hier besteht ein genuines Bundesinteresse, diese Fächer zu finanzieren. Das muss man natürlich abgleichen. Das geht dann nicht, dass jede Universität sozusagen Bundesinteresse für alle Fächer reklamiert, sondern da braucht man, aber die Vorarbeiten sind durch den Atlas der kleinen Fächer der HHK geleistet. Und hier könnte man sagen, das ist ein Fall für Bundesfinanzierung im nationalen Interesse. Man versucht das sozusagen in die Verhandlungen einzubringen. Der Minister hat mir auch geantwortet und hat das mitgenommen. Mal gucken, was daraus wird. Also das sind so kleine Versuche. Ja? Und jetzt Ihre Frage, wenn eine Änderung des Artikel 91b Grundgesetz auch eine institutionelle Förderung von Hochschulen ermöglichen würde, also nicht eine Förderung über begrenzte, zeitlich begrenzte Projekte, dann könnte man hingehen und sagen, okay, in solchen Fällen fördern wir meinetwegen die kleinen Fächer in Höhe von. Und dann hätten wir eine direkte Bundesfinanzierung in Einzelfächern. Ich halte allerdings, das muss ich dazu sagen, sehr wenig von der Diskussion über sogenannte Bundesuniversitäten. Also komplette Universitäten vom Bund zu unterhalten, weil ich damit nicht sehe, dass das Ziel, das damit gelegentlich verbunden wird, nämlich international wettbewerbsfähige Universitäten auf die Beine zu stellen, erreicht wird. Sondern ich glaube, dass die Stärke des deutschen Hochschulsystems die Breite in der Fläche ist. Und die Breite in der Fläche muss ein bisschen auch für Wettbewerb sorgen.